Willkommen zurück bei der Pokémon Gold Nuzlocke. Ja, hallo, hallo an alle. Ja, wir treffen uns ja jetzt wieder bei der Arena-Leiterin, wie schon bereits angekündigt. Wir haben unsere Pokémon in der Zwischenzeit geheilt und würden sagen, wir holen uns direkt mal den Orden. Hört man mich noch gut? Ja. Gut. Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gewarnt, ich bin gut. Da fällt mir gerade was auf. Wir haben uns noch gar nicht... Haben wir uns schon unser Radiomodul geholt? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich glaube auch noch nicht. Ey, wir spielen gegen Rocket Joe, was geht? Weil im Normalfall, also in hat Gold und Silver kriegt, kann man nämlich erst gegen sie kämpfen, sobald man sich das Radiomodul geholt hat. Aber, na gut. Oder doch, ich glaube, das haben wir sogar schon. Okay. Ja, jetzt ist halt die Frage, wen ich hier einwechsle. Ich versuch's mal mit Schrotti. Das kann ja jetzt die Suppe hier ausleveln. Los. Spinnennetz. Oh, gefährlich. Oder auch nicht. Das ist ja hier kein besonders starkes Pokémon. Das kann Leitteiler. Das könnte noch ein interessanter Kampf werden. Ich senke mal seine Genauigkeit. Das ist eine gute Idee. Ich könnte auch Angeberei versuchen. Aber habe ich nur so das Gefühl, oder hat das Teil irgendwie mehr HP übrig als wir? Es hat wahrscheinlich mehr Gesamt- oder weniger Gesamt-HP. Das macht aber als Slimer nicht so viel Sinn. Slimer hat verdammt viele HP. Ja, das ist aber randomized. Ja, stimmt auch wieder. Soll ich Angeberei mal benutzen? Benutze es halt. Weil mit seinem Leitteiler kommt es sonst nicht, kommt es dann nicht mehr ganz so weit. Hoffe ich zumindest. Ey, da waren gerade drei Taubsies. Das sind keine Taubsies. Taubsie sieht anders aus. Ich weiß. Oh, das zieht sich ja wirklich sehr viel ab. So, hoffentlich trifft's jetzt nicht mehr. Slimog ist verwirrt. Benutzt Leitteiler. Ja, hat verfehlt. Sehr schön. Slimog ist nicht mehr verwirrt. Benutzt Leitteiler. Ja. Jetzt trifft sie dann. Jetzt, wo es wieder was bringt, trifft es natürlich. Soll ich nochmal? Mit Angeberei? Kannst du gerne machen, das benutzt offenbar eh nichts anderes außer... Leitteiler, ja. Es Leitteiler. Kann nur Leitteiler. Hat das Ding echt einen? Es hat noch eine andere Attacke, aber die andere Attacke trifft nicht, weil wir Geist sind. Welche andere war das? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich weiß bloß, dass es eine normale Attacke war. Nee, ja, jetzt ist es so. Das ist so ein elendes Mistvieh. Los, komm, mach's jetzt fertig, Schrotti. So. Töte es. Ich hoffe, der Effekt von Spinnennetz ist jetzt weg. Ja, ist er auch. Wer hat Spinnennetz gehabt? Das Vieh. Ich dachte, das... Achso, das hatte dann noch eine dritte Attacke, die keinen Effekt hat, oder was? Und Spinnennetz, beziehungsweise Horrorblick verschwindet. In dem Moment, wo man besiegt wird. Das ist gut, weil das Nobilikat würde ich ganz gerne jetzt mit Kleber fertig machen. Ice Heap. Zack ist nicht sehr effektiv. Mist. Psycho auf Boden. Miep. Was soll ich tun? Super, mein Internet schmiert gerade ab. Das ist toll. So, ich melde mich mal wieder zurück.
Willkommen zurück. Siehst du noch? Ja, ich sehe noch. Also wieder. Seit Skype abgekackt ist, hatte ich wieder ein gutes Bild. Ja, jetzt hören die Zuschauer halt nichts mehr, aber das ist ja auch wurscht. Feuerodem. Okay, dieses Nobilikat ist schon nicht von schlechten Eltern. Ja, wobei Feuerodem jetzt nicht so schlimm ist. Ja, die Psychokinese finde ich schlimmer, aber es kann halt paralysieren und das ist gefährlich. Los, komm, jetzt Bombe, hau das Vieh um. Steinhagel ist zu Tode. Steinige... Miep? Tja. Geowurf. Das Vieh wird jetzt ungespitzt in den Boden gerammt. Ja, das ist doch viel besser. Los, komm, das machen wir jetzt fertig. Gut, dass wir den Erstschlag haben. Ich hab irgendwie Angst vor Bombe. Aber gut, wir haben es erlebt. Yay! Du bist gemein. Du solltest nicht so ernsthaft sein, nicht so ernst sein. Du Kind, du! Ja. Du bist gemein. Tja. Oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald. Wieder, sie weint immer, wenn sie verloren hat. So, jetzt kannst du zurückgehen und ihr den Orden holen. Okay. Oder natürlich, du gehst aus der Arena raus. Was? Was willst du? Einen Orden? Oh, stimmt, ich vergaß. Hier ist der Basisorden. Wolzer erhält Basisorden. Mit Hilfe des Basisorden können deine Pokémon Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem erhöht er die Initiative deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch haben. Wolzer erhält TM 45. Jetzt lügt sie uns wieder an. Es ist Anziehung. Es bringt den Pokémon, den Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Nein. Ja, das tut es, Rocker Joe. Ja, das tut es. So, und? Scanner. Leute. Ja, ihr wartet doch nicht in Ernst gute TMs in der Nuzlocke, oder? So, wir gehen hier natürlich aus der Arena raus. Wir haben genug von dieser blöden Arena. Ich gehe erstmal heilen. Übrigens, ich habe Dings gefunden. Meine Select-Taste. Ich weiß nicht warum, aber sie liegt komischerweise ganz außerhalb von allen Tasten, die ich nehme. Nämlich auf der Zurück-Taste und ja, ist weg. Wo war denn nochmal der Blumenladen? Das müsste das hier oben gewesen sein. Ich übernehme jetzt einfach mal seine Rolle. Oh, du bist besser als Bianca? Hast du vom laufenden Baum gehört? Ja, das habt ihr toll im Bild jetzt. Nein, wollen wir nicht. Benutzt du ihn mit einer Shiki-Kanne? Greift er an. Aber da du ja einige Orden hast, sollte es kein Problem sein. Wolzer hält Shiki-Kanne. So, Leute, ich, bin gerade vom Internet komplett disconnected. Lalalala. Da hast du Wasser, meine Hübschen. Angler Mark ruft uns an. Ja, jetzt ist... Howdy! Ich bin's, Mark. Ist es heute nicht schön? Ich habe seltene Elektroballs in Route 34 gesehen. Ich melde mich, wenn ich nur ein seltenes Pokémon begegne. So, Leute, wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon den Part auf? Ich weiß nicht, aber... Ich würde jetzt ganz gerne cutten. Aber wir hatten jetzt hier nur den Arena-Kampf. Der war ja nicht allzu lange. Leute, wenn der Part lang genug sein sollte, schneide ich euch jetzt eine Abmoderation hinten dran. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder, wenn es weitergeht. So, da sind wir dann auch schon wieder.
war jetzt... Ja, wir melden uns mal kurz zurück. Tut uns leid für die Unterbrechung. Ja, für die Zuschauer war es ja jetzt nicht wirklich ein Unterschied, außer dass man das Spiel mal wieder immer noch nicht hört, aber ist ja auch wurscht. Was war das hier? Untergrund. Also in den Untergrund wollen wir noch nicht. Wir wollten aber zum Radioturm, ne? Genau, mal nachschauen, ob es da was Schönes für uns gibt. Und du musst dann auch mal, ich glaube, den Blumenladen aufsuchen. Da war ich schon. Da warst du schon eben, als ich nicht mehr da war. Ja. Das heißt, du hast jetzt auch schön die Shigi-Kanne bekommen, oder die komische Bisskanne. Du musst zu der Frau mit den... Willkommen. Der Typ in der Mitte gibt dir nur so eine Rose. Hallo, bist du der Glückssalter? Ist ja auch egal. Soll ich die ID deiner Pokémon überprüfen? Wenn du Glück hast, gewinnst du einen Preis. Die ID-Nummer dieser Woche lautet 48521. Mal sehen, ob du Glück hast. Leider stimmt keine deiner Ziffern überein. Also man kann das einmal pro Tag machen und wenn die ID-Nummer übereinstimmt, kriegt man halt je nachdem bei wie vielen Übereinstimmungen einen bestimmten Preis. Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Beantwortest du die 5 Fragen richtig, um ein Radiomodul zu gewinnen? Stecke es in den Pokécom, um überall und zu jeder Zeit Radio hören zu können. Möchtest du am Quiz teilnehmen? Mach mal Frage 1. Und jetzt drück nicht einfach Ja oder Nein oder sonst kannst, was, weil es gibt Trickfragen. Kannst dabei. Du dir auf dem Pokécom die Karte anschauen? Ja. Ja. Richtig. Frage 2. Ist Nidorina immer weiblich? Ja. Ja, eigentlich schon. Korrekt. Frage 3. Benötigt Kurt der Pokéball-Schmied Aprikoko? Ja, immer noch, oder? Ich glaube schon. Oh nein, das war leider falsch. Okay, jetzt bin ich irritiert, weil in den neuen Parts ist es Aprikorken, da weißt du das. Aber habe ich mich vielleicht einfach bloß verguckt? Ja, wir nehmen mal... Kann auch sein, dass Aprikoko in dem Fall mit K geschrieben wird, anstatt mit Doppel-C, also mit C. Ja, das kann man so... Aber die Fragen sind immer wieder gleich, also... Benötigt Kurt Pokéball-Schmied... Aprikoko. Mach einfach Nein jetzt. Ja, aber ich glaube, Aprikoko schreibt man mit Doppel-C. Das können wir gleich nachgucken. So weit, so gut. Frage 4. Kann Carpador keine TM-Attacken lernen? In dem Fall stimmt das, glaube ich. Weil Carpador kann... Mein Carpador hat Prügler gelernt. Ja, wieder richtig. Und nun die letzte Frage. Ach ja, guck dir meinen Carpador an. Professor Eichs Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Falsch. Ist Marianne die Co-Moderatorin dieser Sendung? Nein, es ist Margit. Bingo, richtig. Glückwunsch. Woher weißt du das? Hier hast du deinen Preis. Ein Radiomodul. Wolzer hält Radiomodul. Wolzer kann jetzt auch als Radio ver... Wolzer... So, um die Frage zu beantworten, weil ich Frage 5 schon oft genug selbst beantwortet habe. Ach so. Dann irgendwann merkt man sich diesen scheiß Namen. Ich liebe Margit vom Pokémon Talk. Ich habe eine sehr weibliche Stimme für einen Mann. Ich kenne aber nur ihre Stimme. Ben ist ein großartiger DJ. Seine sonore Stimme lässt mich dahin schmelzen. Ich habe die Stimme, die mein Freund eigentlich haben sollte. Wenn Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen sie ein. Du hast nicht für mich gesungen. Du kannst überall Radio hören. Probier's mal aus. Woher weißt du, dass ich gewonnen habe? So, der lässt uns nämlich nicht durch. Zutritt nur für autorisiertes Personal, Alter. Und das war nicht immer so. Mit unserem Intendanten stimmt irgendetwas nicht. Glaube ich auch. Sag mal, das muss man doch jetzt in der Aufnahme hören, oder? Was? Das Gebohre bei mir im Hintergrund.
Ich habe eben nur so gehört. Ich dachte schon so, hat sich auf einmal so ein Darth Vader zu dir gesellt, oder Nee, was? die bohren hier im Hintergrund vor allem. Ja, jetzt, so langsam hört man was, so langsam hört Vor man allen was. Dingen, unser Hausmeister meinte ja. Ja, das war nur einmal laut. Aus mich, ta! Das war nur einmal laut. Das kommt nicht wieder vor. Das ist kein Grund, hier eine Mietminderung durchzusetzen. Einmal. Kommt nicht wieder vor. Die bohren täglich. Tja, ist auch einer von den Leuten, die mich zählen können. Ganz ehrlich, wir setzen die Mietminderung durch, notfalls mit Gewalt. Es geht mir so gegen Strich. Super, dann macht ihr alles kaputt und dann müsst ihr noch mehr bohren. Dann hat es die Zweckart schon Nein, fehlt. eigentlich. Ist ein Obstbaum. Hey, da ist eine Eisbeere. Die Mehrzahl von Eisbär. Eisbäre. Hey, den haben wir vergessen. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Hehehe. Ja, nee, dann schon mal hier. Angler Stacy, okay, alles Hallo klar. Stacy. Mit deinem Lavita. Warte, hat auch dauernd die gleichen Pokémon. Seriously? Was soll ich tauschen? Oder Prügler? Oder Schlitzer? Weiß nicht, auf jeden Fall weiß ich, dass wir so langsam am Ende vom Part angekommen sind. Also machst du, würde ich sagen, noch schnell den Kampf fertig und dann... Prügler! Nein, erstmal Bohrschnabel. Aber nicht sehr effektiv. Prügler wahrscheinlich auch nicht. Wir machen einfach keinen Schaden mit dieser Naja, wenn Attacke. man alles zusammenrechnet, machen wir schon eigentlich ganz okay Schaden. Es ist aber immer so deprimierend zu sehen, so diese erste Attacke. So ein Strich. Wahrscheinlich ein HP oder sowas. So, ich best Benutzt mal Schlitzer. Mal gucken, was dann mal rauskommt. dann nächsten Angriff. Ja, Volltreffer. So, ich beschleunige das Ganze mal. Ja, also bei jetzt sehen wir nicht, wie viel Schlitzer macht. Wahrscheinlich reicht es nicht aus, um es zu töten. Ich würde lachen. Vermutlich. Nein, also Schlitzer sollte schon gut Schaden machen. Es reicht zumindest. Yay, wir sind Level Yeah, 17. seriously. Du bist ein toller Karpfen. Glaub ihm. Seriously. Schlitz es auf. Mit so wenig HP? Okay. Ich meine, Raupi hat ja keinen hohen Status. Ich meine, wir haben auch keine hohen Statuswerte. Ist gefährlich. Gefährliches Raupi. Es macht einen Schaden oder zwei, also. Das macht schon ordentlich. Wir können es töten. That's what he said. Prügler. Scheiß drauf, es ist ein Raubi, macht trotzdem nur so wenig Schaden. Yeah, Blödes hey. Mistvieh, ey. Aber seriously muss Level 20 werden. Knogger. Jetzt holt er auch noch Tobi. Wie so ein Tobi. Ach, das. Pokémon Nee, Blau. erinnert sich noch irgendjemand an den lieben Dr. Knogger? Das war mal ein YouTuber und der existiert leider nicht mehr. Seine Existenz wurde ausgelöscht. Ja, und Warum kannst du dich dann noch an ihn erinnern? ich besitze magische Kräfte, mit denen das möglich ist. Wahrscheinlich hast du ihn ausgelöscht. Nein, 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 ich mag ihn. Er ist ein sehr sympathischer Mensch. So, dann bringe ich das Vieh mal um, ne? Steinwurf. Ja, Steinhagel. Sehr effektiv. Warte. Oh, das kommt nochmal. So, Turbodreher. Macht nicht sehr viel. Geowurf. 26 Schaden sollten eigentlich reichen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Jetzt rastet's aus. Ach, sowas von. Macht nichts Schaden. Geowurf. Ich hätte ja gelacht, wenn es jetzt mit einem HP überlebt hätte. Ja, das wäre bitter gewesen. So. Oh, Kleber schon Level 22. Sweet! So, Stacy, das war's für dich. Ich habe mich wohl bei dir verliebt. Und ich würde sagen, das war's auch für den Part.
Unsere Zeit ist mal wieder Jo, um. lasst uns doch einen Netzkommentar da, einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.